Freunde der Technik, auf dem Mobile World Congress 2018, da gibt es vor allen Dingen eins, viele Hersteller mit vielen Geräten. Die Krone setzt aber dieses Jahr mal wieder Alcatel auf. Die haben einfach eine riesen Bandbreite an Geräten, die irgendwie, ich will jetzt sagen, kein Mensch braucht, aber die viele nicht gebrauchen könnten, wenn sie sich ein bisschen mehr spezialisieren würden. Was da jetzt genau da ist, jetzt hier. Alcatel hat zum Beispiel die Serie 1. Serie 1, was heißt das? In der Schule war eine 1 super, da haben wir uns alle drüber gefreut. Hier ist es das Schlechteste, hier ist es die Einsteigerklasse. Und da gibt es insgesamt zwei Modelle. Wir haben nämlich einmal das Alcatel 1X und wir haben das Alcatel 1C. So, sehen beide gleich aus, haben zwar unterschiedliche Farben jetzt hier, aber ansonsten gleich. Ja, ist es auch soweit. Anderer MediaTek-Prozessor hier drin. Technisch aber komplett gleich. Und was ist hier noch? Wir haben hier nur 3G, also UMTS beim 1C. Deswegen kümmern wir uns darum gar nicht weiter, sondern widmen uns dem 1X. Und ja, da muss ich ehrlich sagen, 18:9, knapp 100 Euro. Das ist schon mal eine Kampfansage. Also gibt es nicht so oft, weil 18:9 Displays sind ja jetzt der absolute Renner auch hier auf dem Mobile World Congress. Aber das Display ist 1, das ist auf jeden Fall kein Renner. Weil schaut euch einfach mal die Bildqualität an. Es mangelt an Schärfe, es mangelt an Farben, es mangelt an Kontrasten. Die Auflösung ist nicht mal HD-Niveau, das ist schon wirklich, ja, das ist schon schäbig, muss ich ehrlich sagen. Und nicht mehr zeitgemäß. Ansonsten haben wir hier noch eine Plastikoberfläche, die aber angeraut ist. Das heißt, die fühlt sich zumindest ganz gut an. Das hier ist übrigens nicht im Lieferumfang enthalten. Die haben einfach nur Angst, dass wir denen das 100-Euro-Telefon klauen. Deswegen, ich kann machen, was ich will, ich kriege das hier nicht ab. Und ja, so ein Ersatzgerät auftreiben war für die auch irgendwie schwierig gerade. Ist aber auch egal. Wir haben hier noch eine Kamera, ja, die an sich 13 Megapixel einfangen soll. Aber wenn wir uns mal die Kamera anschauen einmal, müssen wir uns einmal kurz durchs Menü wählen. Schaut mal. Die ist langsam und die ist vor allem hier eins. Die ist nicht gut. So, wir machen mal ein Foto. Und da sehen wir schon, oh, es dauert alles, die Kameraqualität, das ist nicht so gut. Aber wie gesagt, man zahlt auch nur 100 Euro und man hat dafür übrigens noch eine kleine Randnotiz, Android Go drauf. Android Go, was ist das? Android Go ist einfach nur letztendlich eine entschlackte Google-Version, weil wir haben hier wirklich einen langsamen MediaTek-Prozessor drin. Das sieht man auch hier irgendwie bei der Navigation. Also es zieht alles ein bisschen nach sich. Wir haben nur 1 GB Arbeitsspeicher und damit man so ein bisschen trotzdem was damit anfangen kann mit diesen Steinzeittechniken, hat man einfach gedacht, okay, wir machen Android Go und ein bisschen entschlackte Technik. Als nächstes gehen wir zur Serie 3. Kommt mal mit. So, bahnen wir uns mal den Weg. Oder haben wir hier die Serie 3. Da haben wir verschiedene Geräte. Wir haben einmal das Alcatel 3. Wir haben das Alcatel 3X. Und wir haben auch noch das Alcatel 3V. Das ist hier gerade leider nicht zu sehen, weil der Stand nur das zeigt. Aber letztendlich können wir auch alles einfach am Alcatel 3 zeigen. So, das hat zum Beispiel jetzt 5,5 Zoll, hat HD-Plus-Auflösung. Es hat wieder dieses 18:9 Format, das ist doch relativ interessant. Und wir haben hier eine 16-Megapixel-Kamera, wir haben einen Fingerabdrucksensor. Und hinten sieht das Ganze, wenn man mal diesen Schmalz von den ganzen Messebesuchern mal nicht berücksichtigt, doch ganz edel aus. So, das ist das Einzige. Ja, ansonsten haben wir hier wieder einen MediaTek-Prozessor drin. Also auch Geschwindigkeitsrekorde werden hiermit nicht aufgestellt. Aber ich muss ehrlich sagen, für knapp 200 Euro ist das auf jeden Fall ein vielversprechendes Gerät. Und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal weiter zum 3X. Campen uns hier mal so ein bisschen durch. Das hat nämlich auch ein etwas größeres Display. Das ist ein 5,7 Zoll Display, HD-Plus-Auflösung. Und da muss ich sagen, ist diese HD-Plus-Auflösung schon grenzwertig. Das sieht man hier ja ganz gut. Also da wirkt das schon ein bisschen gröber. Die Farbdarstellung ist aber soweit okay. Kontraste finde ich auch in Ordnung. Und wir haben, und das ist die Besonderheit hierbei letztendlich, schaut mal, für unter 200 Euro haben wir hier eine Dualkamera mit Weitwinkellinse. Finde ich auf jeden Fall einen spannenden Ansatz. Das 3V ist mehr oder weniger komplett baugleich, hat aber keine Weitwinkellinse, sondern einfach nur eine Linse für den tiefen Schärfeneffekt. Ja, das ist soweit. Also das ist das Alcatel 1 gewesen. Das hier ist das Alcatel 3, die Serie zumindest. 100 Euro, 200 Euro ist okay. Jetzt gehen wir mal in einem anderen Video allerdings zum Alcatel 5 und dann schauen wir uns das noch an. Das kostet 300 Euro. Ja, und ich muss ehrlich sagen, Alcatel ist nicht sexy für viele Leute, aber 100 Euro, 200 Euro, das ist okay. Ich würde aber trotzdem ein bisschen mehr Geld investieren, ehrlich gesagt.